Hey, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein CC Shopping Video. Ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit, CC shoppen zu gehen. Ich war ewig nicht mehr CC shoppen. Und wenn ich sage ewig, meine ich wirklich ewig. Also bestimmt 2 Monate und das ist für mich ewig. Ich habe schon ein bisschen hier rumgestöbert und schon ein bisschen gedownloadet. Und dann dachte ich mir, komm, mach's einfach nochmal ein Video. Ich sehe heute ganz crazy aus. Ich habe heute so Space Buns, aber ich finde das irgendwie cute. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade hier auf Tumblr unterwegs und bin auf diese Sims-Dom-Seite gekommen. Ich empfehle diese Seite jetzt nicht unbedingt. Da ist alles voller Werbung, um dahin zu kommen. Ich finde deren Creations aber trotzdem schön und you gotta do what you gotta do, huh? Naja, auf jeden Fall habe ich gleich vor, die Rainbow Challenge zu machen bei Sims 4 und deswegen lade ich noch ein paar bunte Sachen runter, beziehungsweise ich will gerade einfach nur nach ein bisschen bunten Make-up gucken, aber ich gucke auch generell einfach nach Sachen. Diese habe ich mir eben schon runtergeladen, die finde ich richtig cool, die ist von Jeffree Star. Habt ihr auch die Dokumentation von Shane Dawson über Jeffree Star geguckt? Fand ich voll cool. Okay, an sich spricht mich jetzt hier nicht unbedingt etwas an. Das finde ich noch ganz cool. Ach komm, das nehme ich einfach auch mit. Oh, die ist schön. Das ist eine sehr schöne Palette. Genau, die nehmen wir mit. Und sonst, wow, das ist ein knapper Bikini. Also, den würde ich nicht anziehen. Das ist auch ganz cool. Da sind auch ein paar Farben drin, aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug. Den habe ich mir eben auch gedownloadet, diesen Highlighter. Den fand ich auch sehr schön. Und das habe ich mir, glaube ich, eben auch schon runtergeladen. Hoffe ich. Oh, diesen Rock finde ich cool. Den finde ich nämlich auch im Real Life cool. Deswegen möchte ich ihn jetzt bitte für meine Sims haben. Ah, hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das eben schon runtergeladen habe. Deswegen nehmen wir das jetzt auch mit. That's all? So wenig Creations haben die nur? Also ich meine, das gibt es auch noch nicht so lange, dieses Sims Dome. Und ich weiß wirklich nicht, was ich darüber denken soll. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen zu viel und passt da ganz doll auf, weil da ist echt, also ich glaube, da könnten ganz viele Viren drin versteckt sein. Also seid da ganz, ganz vorsichtig. Ich bin da mittlerweile ein Profi drin, um das zu erkennen, sagte sie und 2 Tage später hat sie den schlimmsten Virus. Nein, Spaß. Will ich nicht. Hier bin ich noch bei wie heißt es? Simplicity? Keine Ahnung. Hier habe ich auch schon ein paar Haare runtergeladen. Diese Haare finde ich richtig süß. Die möchte ich gerne. Das finde ich auch cool. Und das finde ich auch cool. Oh mein Gott. Es endet böse. Ich sehe es jetzt schon wieder. Den finde ich auch schön. Gut. Die anderen sagen mir jetzt nicht so unbedingt zu. So, jetzt habe ich natürlich hier jede Menge Sachen offen. Das ist großartig, Nina. Aber ich habe mir auch schon eben ganz viel gereblockt. Übrigens, vielen Dank für 4400 Follower auf Tumblr. Das ist crazy. Also, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, im letzten Tumblr, im CC-Shopping-Video schon gesagt. Ich kriege das immer... Ah doch. Ich kriege das immer gar nicht so mit, dass mir da so viele Leute folgen. Ich kriege immer nur diese ganzen E-Mails. Also, Dankeschön. Freut mich voll. Auf jeden Fall habe ich hier noch so Vans gefunden für Kleinkinder und die finde ich ziemlich süß, deswegen möchte ich die natürlich haben. Und hier habe ich noch so eine Adidas Shorts, aber das mit den Downloads, das mache ich gleich, glaube ich, alles. Die finde ich auch ziemlich cool. Also nochmal, für die, die es noch nicht verstanden haben, weil ich einfach viel zu schnell rede und Halligalli mache. Ihr findet mein Tumblr unter Tattoos Infinity and Beyond TSAB. Ihr seht das hier oben. Ist aber auch nochmal in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Und da habe ich dann alle Sachen, die ich jetzt hier gerade zeige, gereblockt. Und dann könnt ihr euch die einfach auch runterladen, wenn ihr die denn dann haben wollt. Ach ja, hier bei Miss Paraply wollte ich auch, heißt sie so? Ja. Nochmal vorbeigucken. Nein, ist mir doch egal. Ich will da drauf. Oder auch das Risiko ignorieren. YOLO. Weil... Oh nein, ist under development. Ich wollte das... Mann, nervt doch jetzt nicht. Oh mein Gott, ich... Oh, danke. Ich will die alle sehen. Aber diese Haare finde ich auf jeden Fall voll schön. Die will ich gleich haben. Hier sind noch ein paar Kleinkinder-Conversions. Die möchte ich gleich auch unbedingt. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Faden verloren, oder? Habe ich eben von irgendwas geredet? I don't know. Okay, hier wollte ich Augen haben, weil ich finde, ich habe noch nicht die perfekten Augen gefunden. 1, 2, 3, 4, 5. Die 5. wollte ich haben. This one.
Yes! Into my basket, please. Das sieht voll krass aus, das Anzeigebild irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie sie dann in-game aussehen, weil meistens bin ich dann nicht so zufrieden mit den Augen in-game. Naja. Die 6 finde ich eigentlich auch ganz nett. Warte mal. Nee, doch nicht. Doch nicht. Was wollte ich denn hier? Ach ja, die Tattoos fand ich voll cool, weil ich möchte so ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone raus. Ich möchte einfach mal ein paar Sims machen, die nicht so aussehen wie alle meine anderen Sims. Das erreiche ich natürlich immer schon durch meine Challenges, weil dadurch sehen die einfach voll crazy aus. Aber ich meine auch mal, wenn ich normale Sims erstelle, also einfach ganz normal, dass die einfach auch mal ein bisschen anders aussehen und nicht immer wie alle meine anderen Sims. Deswegen dachte ich mir, komm, let's auch mal ein paar Tattoos runter, weil dann hast du nochmal so ein paar Dinge, die ein Sim verändern. So, hier habe ich die absolut coolsten Kissen gefunden, die diese Welt zu bieten hat. Es sind Harry Potter Kissen. Schaut sie euch an, sie sind grandios, ich bin gespannt, wie sie in-game aussehen werden. Aber ich finde sie sehr schön. Kleine Anmerkung, mir fällt gerade ein, mein Gehirn springt von Höckchen auf Stöckchen. Aber mir fällt gerade ein, dass bestimmt wieder ganz viele Leute fragen werden, ist das alles kostenlos? Und ja, Leute, es steht wahrscheinlich auch wieder im Titel. Es steht wahrscheinlich wieder kostenlose Inhalte im Titel. Das heißt, es ist alles kostenlos. Ich gebe kein Geld dafür aus. Und deswegen ist das alles kostenlos. Also alles, was ich hier zeige, ist kostenlos. Okay? Thank you for your Aufmerksamkeit. Ja, dann habe ich hier noch so ein Sofa gefunden. Das fand ich auch ziemlich schön. Und ich habe ja noch nicht so viele CC-Möbelstücke. Deswegen, ja, dachte ich mir, swoop, Ideen. Und diese Tafel fand ich auch voll cool. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die ich liebe. Genau wie diese Dinger, die man an die Wand hängen kann. Das macht dann einfach alles noch so ein bisschen heimischer. Und da ich bei Sims 4 noch nicht so ganz drin bin mit dem Dekorieren und Bauen und sowas, was ich voll schade finde, weil das eigentlich viel cooler ist als bei Sims 3, habe ich mir jetzt mal gedacht, gleitze mal ein bisschen CC runter und dann bist du zufriedener. So, diese Haare habe ich mir schon runtergeladen. Die fand ich auch ganz cool. Die sind jetzt auch von diesem Simplicity-Zell oder so. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie man nämlich da hinkommt. Ich hoffe, es kommen jetzt wieder nicht so, Werbungen, die nicht für Kinderaugen gemacht sind. Auf jeden Fall muss man dann hier da drauf drücken. Und dann kommt keine Werbung. Normalerweise kommt man dann auf dieses Adfly und da sind manchmal Sachen, die möchte man wirklich nicht sehen. Also nochmal, seid da ganz vorsichtig und klickt nicht wild rum und tut es am besten gar nicht, wenn ihr euch nicht sicher seid. Wie gesagt, ich mache das schon sehr lange und ich weiß, wie das alles funktioniert. So, hier wollte ich unbedingt die Haare haben. Ich fand die so cool. Give it to me, baby. Aha, give it to me, baby. Okay. Oh, das ist auch Simplicity. Okay, ja, hätte ich gern, bitte. Ja, die habe ich ja schon. Hier fand ich diese Schilder einfach super, super cool. Die will ich auch unbedingt haben. Finde ich einfach geil. Geil. Ich sagte Kindern immer im Kindergarten, dass geil so ein dummes Wort ist. Naja, jetzt habe ich selber gesagt. Das Oberteil hier fand ich auch voll schön. Das ist gleich mit diesem Sims Dome. Wir reden jetzt einfach nicht mehr drüber. Aber die haben halt wirklich super schöne Sachen. Ne? Also auch hier diese Beach Collection. Wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Deswegen wird das gleich alles in mein Spiel wandern. Genauso wie das. Es wird alles in mein Spiel wandern. Alles swoop-di-woop rein. Ja, und hier waren jetzt endlich dann auch mal ein paar Sachen kostenlos, weil manche machen ja diese Sachen dann auch nur noch auf dieses Patreon, wo das heißt. Und ja, jetzt ist das wohl auch kostenlos. Aber diese Shorts will ich nicht haben. Ich will den Pulli haben. Ich glaube, das T-Shirt habe ich schon. Und die Hose, weiß ich nicht, ob ich sie habe. Aber das zeigt mir mein Spiel dann hier an. Und hier fand ich das T-Shirt auch mega cool. Das ist ja voll mein Stil. Wenn ihr mich im Real Life kennt, dann wisst ihr das so. Oder auch ihr. Also man sieht es ja auch jetzt. Auf jeden Fall knote ich meine T-Shirts immer voll gerne. Deswegen ist das mein Stil. Ja, ja, ja. Okay, ich glaube... Ah doch, hier kommt noch mehr Leute. Es ist noch nicht vorbei. Ja, hier sind noch so ein paar Sachen. Hier fand ich die Hose ganz cool mit dem Gürtel. Der Malte kann Gürtel nicht sagen. Dann sagt er immer Gürtel, Gürtel. ja, diese Jeanshemd fand ich eigentlich auch ganz nett. Und hier fand ich das Oberteil mega cool, weil es das auch in so vielen verschiedenen Farben gibt. Und da wir gerade dann dabei sind, nehme ich den Rock einfach direkt auch noch mit. Und hier, oh mein Gott, fand ich auch einfach hier das Oberteil schön.
Ich weiß noch nicht genau, wie mir das in-game gefallen wird, dass das so mega realistisch aussieht mit den Falten und so. Muss ich dann sehen, ob ich das dann auch im Spiel lasse oder nicht. Aber an sich finde ich das sehr hübsch. Und hier sind nochmal so Kinder-Conversions. Ja, und hier genauso. Fand ich voll süß. Und das habe ich, glaube ich, schon vorher runtergeladen. Und das waren alle Dinge, die ich mir jetzt so rausgesucht habe. Wir gehen jetzt nicht mehr auf The Sims Resource, weil das Video jetzt sprengen würde, weil ich gerne noch ein paar Sachen von denen, die ich jetzt downloade, euch auch in-game zeigen würde. Also die ich dann halt einfach gerade finde. Meistens finde ich sie nie wieder. Aber wir sehen uns jetzt in-game wieder. Okidoki Antishoki. Wir sind jetzt hier im Gameplay, beziehungsweise im Creative Sim. Und können uns jetzt die ganzen Haare angucken, die ich jetzt hier gedownloadet habe. Beziehungsweise ich habe ja nicht nur Haare gedownloadet. Auch das Make-up werden wir uns gleich anschauen. Ich habe hier gerade so ein Sim erstellt. Beziehungsweise ich habe ein Sim. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind hier schon ziemlich viele von den Haaren, die ich gerade gedownloadet habe. Also das ist auf jeden Fall das von Miss Paraply, das ich eben gefunden habe. Ich weiß, ich muss irgendeinen Mod updaten, deswegen habe ich hier diese komische X drauf. Das habt ihr mir schon geschrieben, also vielen Dank dafür. Und das ist natürlich alles hier jetzt perfekt gleich für die Rainbow Challenge, weil das einfach so viele bunte Farben sind und irgendein Sim, ich weiß noch nicht, welche Farbe es bekommen wird, oh mein Gott, die Farbe ist so geil, wird dann auf jeden Fall was hiervon bekommen. Oh mein Gott, ist das schön. Ich glaube, ich muss vielleicht doch noch ein bisschen was von Miss Paraply runterladen. Dann habe ich noch diese. Habe ich die auch runtergeladen? Ja. Weil ich nämlich gar nicht so Dreads irgendwie im Spiel habe. Und ich finde das voll cool. Weil das eben auch so eine andere Art von Sims dann ist, die man da mit erstellen kann. Also sieht halt einfach auch nochmal anders aus. Oh mein Gott, ist das schön. Wow, I love it. Okay. Hier sind die Haare mit den Blumen. Ich schätze mal, die Blumen sind dann irgendwie bei Hüten oder so. Ich schau mal eben. Ja, hier. Da sind dann die Blumen. Oh, das kann ich mir auch voll gut vorstellen für irgendwie eine Hochzeit oder sowas. Oh, das gefällt mir nicht so gut, dass es so absteht. Aber naja, egal. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. I like it. Die Blumen machen wir jetzt mal wieder weg. Und dann gucken wir mal. Genau, die habe ich auch runtergeladen. Die fand ich auch mega schön, weil die ja dieses Lavendel hatten. Es ist so wunderschön. Also so kann ich mir tatsächlich mal vorstellen, dass ich mal so eine Haarfarbe habe. Ich finde das so geil. Aber mal sehen. Naja, da gibt es auf jeden Fall auch ganz viele verschiedene Farben. Sehr, sehr schön. Dem Sim steht irgendwie auch alles. Ich finde sie richtig hübsch. Vielleicht nehme ich sie gleich als ersten Sim für die Rainbow Challenge. Also wundert euch nicht. Ja, diese Haare habe ich auch noch runtergeladen. Ist nichts Spektakuläres. Ich finde, die Ansätze könnten ein bisschen dunkler sein. Aber das macht jetzt nichts. Okay, auf jeden Fall habe ich noch diesen Zopf. Ich zeige jetzt nicht alle Farben, weil das sind ja immer die gleichen Farben. Dieses Zöpfchen habe ich noch. Dann so eine kurze Frise. Oh mein Gott. Das sieht so gut aus. Wow. Oh mein Gott, sie ist so hübsch. Wow. Okay, egal. Dann einfach noch so eine lange Frisur. So ein Pony. Ich glaube, ich habe euch die Haare eben nicht alle gezeigt, aber ich zeige sie euch jetzt einfach, weil ich sie ja eben, also weil ich sie ja gerade gedownloadet habe. Dann noch seine kurze Frisur und das ist der Dude, also dieser hier, nur ohne die Dreads. Und dann noch so einen geflochtenen Top, auch ganz hübsch. Und hier ist das dann von Simplicity, weil man braucht ja das Mesh. Dann habe ich noch so zwei Zöpfe. Ah nee, das sind nicht die zwei Zöpfe, aber der gefällt mir auch gut. So ein Top einfach mit geflochtenem. Und dann noch so Curls, so richtig krasse Curls. Finde ich auch voll cool. Kann man auch voll die coolen Sims mit erstellen. Hier sind die Double Braids. Die finde ich auch super cool. Die trage ich ja auch voll gerne. Und den habe ich nicht gerade runtergeladen. Den hatte ich schon. Und dann habe ich noch diese. Ah, okay. Hier ist einmal mit dunklem Ansatz. Und einmal mit der gleichen Farbe. Auch voll cool. Gefällt mir richtig gut. Oh mein Gott, ich bin so happy mit all den Haaren, die ich jetzt gerade runtergeladen habe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Make-up über. Ich gebe jetzt einfach die kurze Frisur, weil ich finde, das sieht so gut aus. Genau, eine Sonnenbrille habe ich noch runtergeladen. Die zeige ich euch auch noch eben. Diese hier von Ally Simple. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. I love it. Okay, egal. Dann beim Make-up. Ich gehe mal eben hier. Ups. Auf. Inhalt. Constant Content, please. Okay, das habe ich runtergeladen. Mhm.
andere Farben sehen. Cool. Yep. Gefällt mir. Dann habe ich die runtergeladen? Nee, ich glaube nicht. Aber die Blood Sugar Palette habe ich runtergeladen. Wow. Wow, das nenne ich mal Farben. Krass. Das habe ich nicht runtergeladen. Die hier habe ich runtergeladen. Das sind auch voll krasse Farben. Aber gefällt mir auch alles sehr gut. Diese Mermaid Palette habe ich auch noch runtergeladen. Wow. Wow, das sind richtig schöne Farben. Die gefallen mir gut. Okay, sehr schön. Ich glaube... den Highlighter habe ich noch runtergeladen. Okay, der Make-up ist jetzt ein bisschen krass. Oh mein Gott, der Highlighter ist richtig schön. Oh mein Gott, der gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das ist der schönste Highlighter, den ich bis jetzt runtergeladen habe. Und habe ich noch was runtergeladen? Ja, hier die Fenty Beauty Lippenstifte. Die gefallen mir jetzt an ihrer Lippe nicht ganz so gut. Aber, naja, trotzdem schöne Farben. Oh, Heidewitzka. Da habe ich diesmal echt schöne Sachen gefunden. Ach ja, Klamotten haben wir auch noch. Oh mein Gott, Leute, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Sie gefällt mir so gut. Ich komme nicht drauf klar. Genau, das ist alles, was ich runtergeladen habe. Hier dieses Halter-Top, das finde ich richtig schön. Das gibt es dann auch in... Oh, wow, in ganz vielen verschiedenen Farben. So ein ähnliches habe ich auch. I like it. Dieses Jeanshemd habe ich auch runtergeladen. Das sieht auch unfassbar gut aus. Okay, die habe ich nicht runtergeladen, aber die ist voll schön. Wollte ich einfach mal kurz sagen. Das habe ich runtergeladen. Das gibt es ja auch in so vielen verschiedenen Farbkombinationen. Nicht Farbkombinationen, einfach verschiedene Farben. Sehr schön. Das hier habe ich auch noch runtergeladen. Da braucht sie natürlich eine High-Waist-Hose, weil sonst sieht das hier ein bisschen komisch aus. Aber sie hat einen ganz schönen Booty, ne? Aber das finde ich auch voll schön. Und das gibt es, wie gesagt, auch in ganz vielen Farben. Dann dieses geknotete Top, das habe ich euch ja auch eben gezeigt. Das ist mega cool. Mir gefällt das richtig gut. Super, super schön. Jop. Mag ich super gerne. Das hier habe ich auch neu runtergeladen. Sieht auch mega geil aus. Wow! Hallo, ich möchte eine andere Farbe sehen. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Dann noch so ein Bralette. Das habe ich mir auch noch bei, ich glaube, Ellie Simple. Ja, runtergeladen. Auch sehr cool. Sehr, sehr cool. Gibt es auch in vielen Farben. Und habe ich das auch noch runtergeladen? Ah, ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Hosen habe ich auf jeden Fall auch noch runtergeladen. Ich gebe hier mal kurz einfach dieses T-Shirt, aber in dieser Farbe. Weil die finde ich voll schön. Hier bei Ganzkörper-Outfits habe ich diesen Overall runtergeladen. Und der gefällt mir auch mega gut. Der ist auch super, super schön. Dieses Kleid habe ich auch noch runtergeladen. Wow. Oh mein Gott. Es ist so hübsch. Das gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Oh, dieses Mal war meine Tour wirklich der Burner. Das Kleid ist auch wunderschön. Leute, ich sehe schon die ganzen hübschen Sims. Diesen Bikini habe ich auch gerade noch neu runtergeladen. Oh mein... Warum hat sie denn so ein Booty? Habe ich irgendeinen Mod installiert? Was geht hier ab? Naja, okay, auf jeden Fall. Da habe ich noch diesen Bikini runtergeladen. Der gefällt mir auch sehr gut. Und das war's. Sehr gut. So. Den Rock habe ich noch neu runtergeladen. Auch sehr schön. In vielen bunten Farben. Sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch, ich weiß nicht, ob ich die Adidas-Hose neu habe. Aber ich glaube schon. Und die gibt es, wie schon erwartet, auch in sehr vielen Farben. Und hier ist die Hose mit dem, ich glaube, das ist ein Gucci-Gürtel. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber die ist auf jeden Fall auch sehr hübsch. Oh mein Gott, Booty ist... Oh mein Gott. Nein, nicht zurück. Dann gucken wir mal. Genau, den Rock noch und das war's dann. Okay, das sieht dann halt jetzt echt super komisch aus mit so einem riesen Booty. Aber an sich gefällt der Rock mir auch ganz gut. Ja. Und ich glaube, ein paar Schuhe habe ich auch neu runtergeladen. Sandalen müssten es sein. Ich guck mal kurz, ob ich sie jetzt so auf Anhieb finde. Genau, hier sind sie. Oh, die sehen sogar sehr schön aus. Juhu, sehr schön. Okay, ich bin super, super zufrieden. Sie ist wirklich ein wunderschöner Sim. Also sie wird jetzt definitiv gleich in meiner Rainbow Challenge auch herhalten müssen, weil ich sie einfach wirklich
sie ist wunderschön. Ja, und das war es dann auch endlich mit dieser Sisi-Shopping-Tour. Ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr auch irgendwas davon downloaden wollt, dann geht am besten einfach auf meinen Tumblr. Nochmal der Appell an euch, seid vorsichtig, was das Runterladen angeht. Es ist sehr viel Schissel da draußen, also passt wirklich gut auf und lasst lieber die Finger von Dingen, wo ihr euch nicht sicher seid. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.